Die Zirkularschredder von Herbold bieten neue Lösungswege zur rationellen Zerkleinerung großvolumiger, dickwandiger Rohre. Die hier gezeigte Anlage bewältigt Rohre mit bis zu 1 Meter Durchmesser mit beliebiger Wandstärke. Für größere Durchmesser sind ebenfalls Maschinen dieser Baureihe lieferbar. In den horizontalen Beschicktrog wird das Material einfach von oben eingelegt. Dabei können Rohre mit einer Länge von 6 bis über 12 Meter ohne Vorablängung verarbeitet werden. Eine wichtige Sicherheitseinrichtung: vor dem Start wird das System verschlossen. Damit werden Unfälle oder das versehentliche Hineinfallen von Fremdkörpern vermieden. Die Vorschubeinrichtung transportiert das im Trog abgelegte Material gegen den abgewinkelten Scheibenrotor, bestückt mit speziell entwickelten Schneidwerkzeugen. Der Rotor mit hoher Durchsatzleistung zerspannt die Rohre in dickwandige Rollspäne. In der anschließenden Nachverkleinerung bilden sie die beste Grundlage für ein gut rieselfähiges Mahlgut mit optimaler Schüttdichte. Im Vergleich dazu die schwarzen Späne aus konventionellen Einwellenschreddern. Das dünnwandige Material liefert als Mahlgut in der Regel nicht die notwendige Qualität und muss deshalb in einem zusätzlichen Arbeitsgang regranuliert werden. Die Zirkularschredder von Herbold bieten neue, praxisgerechte Lösungswege, ausgerichtet auf hohe Leistung und beträchtliche wirtschaftliche Vorteile.